Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir sind auf dem Rückweg nach Hause und werden jetzt erstmal aus dem zerstörten Biom durch die Straße fahren. Oder über die Straße das zerstörte Biom verlassen. Ist auf jeden Fall besser. Und ja, wir werden jetzt erstmal gucken. Der Benzinverbrauch vom 4x4-Truck hält sich in Grenzen. Ich würde gleich tatsächlich mit dem Truck vielleicht unterwegs sein. Im zerstörten Biom weiß ich noch nicht, ob das Motorrad besser wäre wie der Truck. Mit dem Truck kannst du zwar auch über Stahl mal rüberfahren, aber nicht immer. Und aber in den Bergen hast du mit dem Truck größere Probleme wie mit dem Motorrad. Deswegen mal gucken. Wir können mittlerweile den Gyrocopter übrigens auch craften. Mit dem wäre es natürlich noch besser. Das Ding zu fliegen ist allerdings nicht ohne und ist tatsächlich eine Übungssache. Aber das fliegt sie tatsächlich nicht ohne. Damit wäre es natürlich noch idealer, weil damit können wir einfach viel besser noch im zerstörten Biom interagieren. Deswegen mal gucken, wie wir es machen. Vielleicht bauen wir erstmal den Gyrocopter noch. Und werden damit im zerstörten Biom beide unterwegs sein. Haben jetzt mittlerweile letzte Folge ja die Stufe 2er Quest freigeschalten im zerstörten Biom. Und ich bin extrem gespannt. Wir werden da weitermachen erstmal. Was dann bei Stufe 4, 5, 3 und so weiter rauskommt im zerstörten Biom. Ja, wie wir uns da dann schlagen werden, wenn wir da eine Quest annehmen. Ich möchte nicht wissen, was uns da alles erwartet. Es wird aber übel, glaube ich. Und zwar richtig übel. Aber wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal zurück zur Basis. Die Fahrzeugmodifikationen können wir uns eigentlich nochmal herstellen. Wir können nochmal den Doppelsitz herstellen. Wir können nochmal den vergrößerten, die Scheinwerfermod unter anderem herstellen für das Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob das Fahrzeug dadurch schneller wird. Ich glaube nicht. Gut, wenn man noch irgendwie ein bisschen schneller fahren könnte. Gerade wenn man so lange Straßen fährt, also wirklich lange Wege, dauert es schon ordentlich, das Ganze. Aber es ist schön, dass man mittlerweile Straßen fahren kann. Und dass das auch sinnige Straßen sind tatsächlich. Mit Schildern allen drum und dran macht schon Spaß. So, mittlerweile haben wir ja auch einen Fuhrpark. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Nee, das wollte ich auch nicht. Ich wollte das hier. So, das hier wollten wir. So, einmal Loot wegbringen. Wie sieht es hier eigentlich aus mit Loot? Das ist leer. Sehr schön. So, und wir werden jetzt dann erstmal weiter graben. Und werden uns da wieder ein bisschen austoben. Der Minibike-Tunnel, wie gesagt, oder Motorrad-Tunnel, sollte dann fertig sein. Ich nenne es Minibike-Tunnel. Ich bleibe beim Minibike, scheiß drauf. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Die Waffenkiste müssen wir übrigens auch noch auspacken. Viermal. Fünfmal. So, das. Eine Fitting-Mod haben wir wieder freigeschalten. Das heißt, wir können unsere Ausrüstung nochmal insgesamt verbessern, verändern. Hier beispielsweise. Dass es uns weniger Ausdauer kostet. Das hier können wir öffnen. Ja, für ein... Okay, wir können 100 Munition können wir jetzt damit herstellen. Ja. Nicht weltbewegend gut, aber besser wie nix. 100 davon. Wir bräuchten noch Blei. Haben wir noch irgendwie Blei, was wir einschmelzen könnten? Wir haben das hier übrigens noch. Wir haben das hier. Wir haben Sand. Wir haben Zement. Wir haben das Ding hier. Wir haben keinerlei Blei mehr. Messing haben wir einiges. Aber Blei sieht echt schlecht aus. Da 10 Stück noch. Das ist alles, was wir im Blei im Moment haben. Okay. Dann machen wir einmal so, einmal so. Einmal so, einmal so. Der Zementmischer, der muss eh da nochmal umpositioniert werden. Aber wir werden es jetzt erstmal schnell so lassen, wie es ist. So, dann machen wir unter anderem Betonmischung hier draus. Das kommt hier rein, das kommt hier rein. Haben hier Zement in Auftrag gegeben. Können hier gleich nochmal so machen. Können hier gleich nochmal so machen. Betonmischung nochmal Tausender. Danach geben wir mal Bruchsand auf. 4000. Passt. Chetons haben wir wieder ein paar. 8000 im Moment. Okay, immerhin. So, dann haben wir das hier. Das kommt hier rein. Das kann hier rein. Die können hier rein. Dann können wir schon mal die nächsten Geschossspitzen. Achso, Lehm. Oh, wir brauchen Lehm. Okay, für Geschossspitzen brauchen wir Lehm. Interessant. Das heißt... Lehm kommt hier rein. Metall kann hier weiter rein. Das auch. Die Steine können hier raus. 290 mal Stahl. Ach, Eisen ist das... Oh, wir haben tatsächlich das Eisen komplett leer gebrannt. Haben wir hier noch irgendwo Eisen rumfahren? Okay, wir haben aber noch... Okay, wir haben 700 Stahlbarren. Das sollte reichen erstmal.
Das sollte erstmal reichen. Wir haben allerdings kein Benzin mehr. Oh, wir müssen mal kurz Benzin holen gehen. Können den Truck schnell nochmal leer machen. Wir müssen aber tatsächlich Benzin holen. Wir haben nicht mehr viel Benzin. Wir brauchen mehr Benzin. Wir haben schon lange keine Horde mehr. Das soll jetzt, wie gesagt, das ist jetzt keine Beschwerde, aber wir haben tatsächlich schon lange keine Wanderhorde mehr. Ist hier Benzin? 300 Benzin. Immerhin. Gumbo-Eintopf. Gumbo. Genau, Gumbo-Eintopf haben wir hier. Ist hier irgendwo ein Auto in der Nähe? Nee. Okay, das Benzin reicht, glaube ich. Ich hoffe, dass es reicht. Wenn es nicht reicht, reicht es nicht. Das ist eine Lebensweisheit. Wenn es Benzin nicht reicht, reicht das Benzin nicht. Könnt ihr euch gerne, könnt ihr es so verwenden, wenn ihr möchtet. Ich erhebe da keinen Anspruch drauf auf diese unglaubliche Weisheit. Ihr dürft was verwenden, wie ihr möchtet. Zur freien Verfügung. So, könnt schon mal nachtanken. So, genau. Unter anderem müssen wir hier noch, genau, den hier eins höher buddeln. Ich glaube, wir gehen so durch, das ist besser. Achso, ich meine mal wieder für euch Fanservice. Wir werden Audio wieder runterdrehen. Gehen sogar mal auf... Ja, komm, wir gehen mal auf 24%. Ich labere euch ein bisschen zu. Ich glaube, das ist angenehmer, wenn wir jetzt die ganze Zeit das Bohrgeräusch haben. Abgesehen davon, dass das Bohrgeräusch nach wie vor sehr penetrant ist. Meine Stimme zwar auch, aber damit müsst ihr leider leben, wenn ihr das als Player gucken wollt. Mit dem Bohrgeräusch nicht unbedingt. Aber mit meiner Stimme. So, das Ganze müssen wir natürlich dann auch nochmal auf dem Rückweg machen und wir müssen nochmal nach oben. Oh, benzintechnisch? Ja, weiß ich nicht. Könnte echt, könnte knapp werden. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir genug Beton. Schreierzombie müsste eigentlich auch bald mal wieder kommen. Wir haben die Schmieden eigentlich im Dauer... Also drei Schmieden mittlerweile im Dauerbetrieb. Eigentlich, ja, müsste da recht zügig mal wieder Schreierzombie kommen. Haben sie aber, glaube ich, ein bisschen verändert, dass da weniger kommen. Ich erinnere mich, Alpha 16 oder sowas, wo tatsächlich hast du eine Schmiede am Laufen gehabt durchgehen, war alle 5 Minuten Schreierzombie da. War ein bisschen nervig dann tatsächlich, also war zu viel, aber zu wenig bis jetzt. Wir hatten einen einzigen an Tag 25 bis jetzt. Oder Tag 22 oder sowas, hatten wir einen Schreierzombie. Also das war ein bisschen wenig. So, gleich nochmal nachtanken. Ja, aber über uns. Aber kann sein, dass wir bald durch sind. Wobei, wo müssen wir... Ah doch, wir müssten eigentlich bald durch sein. Ja, wobei 35 müssen wir rauskommen. Problem ist nur tatsächlich, dass es jetzt... Achso, ich habe die Dinger... Ah, shit. Okay, wir gehen erstmal nach unten. Ich habe die Dinger vergessen. Wir haben ja bereits diese... die Holzform gemacht. Dann werden wir das hier mal schnell größer graben. Müssen wir sowieso. Also eine Dreierhöhe brauchen wir so. Egal was passiert. Das war jetzt aber kein Blei, oder? Das sah ein bisschen aus wie Blei an der Seite. Eine Bleiader wäre super. Aber ich glaube, den Luxus haben wir noch nicht zumindest. Das hier noch. Das hier noch. Das sieht immer so ein bisschen, das hier auch gerade wieder, das sah so ein bisschen aus wie Blei. Aber gut. Ist nur normaler Stein. Da auch wieder. Vielleicht ist es Wunschdenken, ich weiß es nicht. Ah, okay, Benzin ist leer. Metalllader ist zwischendrin. Ja, wie können wir? Gute Frage. Benzin. Ölschiefer. Nur echt, echt nur Ölschiefer. 93. Yay, Chemiestation. Wir werden schnell mal Öl holen müssen. Rahmenwürfel. Okay, wir werden tatsächlich schnell Benzin holen gehen. Ja, wir haben halt, jetzt, wir haben halt unser Benzin ausgegeben und dafür das Ölschiefer findet man übrigens in der... Ich weiß, ich schweife gerade voll ab. Ölschiefer findet man übrigens im Wüstenbiom. Wir haben allerdings das ganze Benzin halt in unseren Truck reingeballert und ins Motorrad. Deswegen, ja, haben wir im Moment keins mehr. Jetzt müssen wir mal gucken, wo kriegen wir denn hier Metall her? Autos her.
We need a car. Oder mehrere Cars. Carsharing. Ich glaube, wir waren hier schon recht fleißig abgebaut, oder? An Wolf. Hi. Hat mir nie gesehen. Ignorier das Licht, mein Freund. Das bin nur ich. Auch kein Auto mehr, oder? Da ist ein Auto. Alter, wie lange müssen wir fahren für ein Auto? Oh, das ist zumindest... Es ist ein helles Licht. So, das waren schon mal 330. Das ist schon mal einmal fast das... einmal fast den Erdbohrer allerdings vollgeladen. Also der Erdbohrer ist sehr effizient. Was Benzinverbrauch angeht, da ist ein dicker Zombie. So nicht, dass hier so wenig Autos noch rumstehen. Das sind ein paar. Ich will hier erstmal looten, logischerweise. Nachts ist es allerdings natürlich auch nicht gerade der ungefährlichste Job. Das Problem ist, das Auto zerlegen ist relativ laut. Und da drin müssten, also dahin müssen auch Zombies, da müssten Zombies drin sein. Oh Gott, ich sehe nichts. Vielleicht hier nur irgendwo ein Autoli. Da ist ein Schrottplatz. Schrottplatz sind Hunde. Nee, das. Achso, das ist schon wieder meine Straße. Das reicht. Ich meine, wir hätten auch ein bisschen Ölschiefer, aber. Hier, das nochmal alles leer gemacht. Wir haben jetzt 600 Benzin. Könnte reichen. Sagen wir so, hoffen wir mal, dass es reicht. Dass wir uns da nach oben buddeln können. So, einmal hier, einmal da. Weil wenn wir den Tunnel halt fertig haben fürs Motorrad, also 4x4 müssen wir es weitaus größer bauen, aber fürs Motorrad wird es dann erstmal reichen. Wäre schon ganz cool. Eine Autobatterie, eine 1er, yay. Das. So. Das müssen wir sowieso auch wegmachen, also da führt auch kein Weg dran vorbei. Aber wir haben es eh gleich. Da ist die Metallader. Bingo Bongo. Na, ist doch mal ein Tunnel, oder? Ich hoffe nur, dass es weit genug reicht. Allerdings mit der Rampe darfst du jetzt nochmal tatsächlich die Rampe ein ganzes Stück haben. Ich glaube, reicht das Ganze, dass uns die Zombies, wenn die spawnen bei der Hordennacht, dass die uns nicht die Bude einrennen. Copy Shape. Ah, shit. Ah, man kann es ja wieder aufnehmen. So. Dann wollen wir mal, oder? So, oben den Eingang werden wir dann mit Stahl, glaube ich, sogar basteln. Würdest du mir das mal mit Stahl probieren wollen? So, wie weit müssen wir noch? Ein bisschen müssen wir noch. Ich glaube 35 oder so. Also ein Stück haben wir noch. Sind doch relativ weit. Also diesmal ist halt die Basis recht weit unten. Je höher ihr seid, desto weniger müsst ihr natürlich hier dann machen. Aber da wir recht tief sind, was die Zombie-Fallrate angeht. Was ganz cool ist tatsächlich. Ach, guck mal, hier kommt schon normale Erde. Yay, Erde. Kriegen wir noch ein bisschen Lehm. So, die nächsten. So, und wo sind wir jetzt? Ah ja, guck mal auf. Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. Wir sind draußen! Wir haben es geschafft. So, Bäumchen weg. Würde sogar so weit gehen, hier eine kleine Straße hinzuzimmern oder irgendwas in der Richtung. So, das ganze Ding hier werden wir dann mit Beton dementsprechend auch nochmal erweitern. Klar muss auch hier, das Ganze jetzt dann erstmal so weit hochgegraben werden, damit wir ohne Probleme durchkommen. Ich weiß gar nicht, wie tief eigentlich, aber ich glaube auch noch mal ein bisschen was. Aber wir sind oben und wir können jetzt dann gleich mal das mit dem Motorrad auch testen. Bin mal sehr gespannt. So, da fehlt ein bisschen was wieder. Okay, das müsste eigentlich reichen, oder? Schöner Tunnel. 3x3 hoch. Passt eigentlich. Das Ganze dann mit Beton natürlich noch verstärken. Was habe ich da getrieben? Was, man weiß es nicht.
hier oben ein schönes, schönes Garagentor hinsetzen. Ich weiß nicht, cool wäre, wenn man die Garagentor mit Bewegungsmelder ausrüsten kann. Ich weiß eigentlich nicht, ob das funktioniert. Wäre aber cool. So, das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Wird schon wieder hell, ja, ich glaube. Sieht aus, 72 Patronen. Ach so, meine Patronen hat es wieder abgelegt. So, unser Garten können wir mal kurz vorbei düsen, wie es da aussieht. Oh, gut. Eine Mais ist schon fertig, aber das ist das, was wir zuvor angebaut hatten. Das würde ich jetzt erstmal, dass alles gleichzeitig fertig ist, lassen wir das erstmal in Ruhe. So, jetzt geht es um die Wurst. Jetzt kommt der spannende Teil. Reicht das? Ich würde den Baum auch jeden Fall wegnehmen. Allein, dass ich die Basis sehe und sehe, was sie treiben. Und das Holz können wir auch gebrauchen, sind wir mal ehrlich. Das ist noch ein dicker Baum. Da liegt noch eine Sporttasche. Haben wir die schon gelootet? Oder eine Tasche? Leere Tasche. Tschö. So, jetzt können wir mal gucken, wie weit wir weg sind. Also hier. Und unsere Basis ist... Da ist der Turm. Ah, knapp, aber es könnte reichen. So, das bedeutet... Oh Gott. Oha, okay, okay, wir sollten das vielleicht noch mal ein bisschen... Oh Gott, wir sollten das noch mal ein bisschen breiter machen. Aber es funktioniert. Also wir können rein und raus in unsere Basis fahren. Das geht, aber wir müssen das echt nochmal, wir müssen das nochmal ein bisschen breiter machen. Und hier brauche ich einen Wendekreis. Also hier werden wir nochmal graben müssen, damit wir hier wenden können. Werden wir das hier auf jeden Fall nochmal umbauen müssen. Hier einen großen Raum reinbauen, wo wir hier wenden können tatsächlich. Und das Minibike auch parken können. Wir müssen das natürlich auch hier unten abstellen können. So, ich würde aber hier nicht so weit nach drüben gehen, weil das Problem ist, ich weiß nicht, ob es mir oben alles wieder einreißt, wenn ich hier unten das wegbaue. Ich hoffe nicht. Aber man weiß es nicht. Deswegen lieber ein bisschen Vorsicht walten lassen an der Stelle. Ein bisschen mehr in die Richtung, da ist nichts, was wegbrechen kann. Ich höre einen Zombie. Und das Ganze können wir dann auch noch verstärken und so weiter und so fort, aber das passt, glaube ich. Okay, wir haben kein Benzin mehr. Aber wir können mit dem Minibike jetzt in die Basis fahren und können rausfahren. Geil. Okay, dann brauchen wir noch die... Wie viele Stahlblöcke haben wir noch? Beton, variable Form. Wir können es auch aus Beton... Beton, variable Form. Okay, wir haben 2 Millionen Betonformen. Wir haben allerdings auch noch Stahlform 333. Wir müssen nicht mehr so viel aus Stahl bauen. Wir bauen den Mix, würde ich sagen. Wir bauen den Mix. Garagentor. Tor. Gesichertes eisernes Garagenrolltor. Das wäre cool. 5x3. Ich weiß nur nicht, wie man das baut. Boah, 90 Eisen. Holla. Ich würde erstmal das normale Garagentor bauen. Eisen. Auch nur Eisen. Ich würde erstmal das normale Garagentor bauen und dann gucken wir mal. Fertigen. Das kann man auch noch versichern, aber das Garagenrolltor würde ich gerne bauen. Aber ich glaube, das musst du irgendwie mit Strom auch versorgen. Dass das auf und zu geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das automatisch einfach so auf und zu geht. Ja, zumindest wäre ein bisschen seltsam tatsächlich auch irgendwie. Deswegen, mal gucken. So, das hier können wir mal ausschalten. Das hier ist am Schmelzen. So, dann haben wir hier Blei, Geschossspitzen, 143. Besser wie nix. So, das hier. Das hier. Und dann bauen wir oben noch das Garagentürchen hin. So, wo ist mein Motorrad? Da ist mein Motorrad. Können wir das eigentlich irgendwie... Ja. Ja, wir müssen ja definitiv einen großen Raum hinbauen, wo wir unser Minibike eben auch wenden. Also, dass wir auch tatsächlich wenden können. Woo! Okay.
Ja. Vielleicht doch ein bisschen zu steil. Okay, runter geht ganz gut. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das so scheiße schwer geht, aber... Okay, das hält uns halt... Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen anders bauen. Boah, ganz ehrlich, das ist mir zu anstrengend. Das ging früher bedeutend besser. Alter Verwalter. Das müssen wir anders bauen. Das funktioniert so hin und vorne nicht. Okay. Learning by doing. Wir brauchen Rampen. Wir brauchen halbe Rampe. Wir brauchen eine etwas schmale Rampe. Schräge 60. Hier wahrscheinlich, oder? Aber können wir das dann so überhaupt bauen? Also es ist zu schräg, das ist das Problem. Schräge 60 neigen, schräge 60 oben. Wir brauchen, also die Rampe ist zu steil, scheiße. Achso, und wir haben das gedamaged. Ah, okay, wir damagen das auch jedes Mal, wenn wir mit dem Motor da rüberfahren. Okay, das ist natürlich auch scheiße. Wie können wir das bauen? How may I assist you? Geh weg. All systems go. How may I help? Verschwinde. Ihr nehmt Abhaust. Ah, wir kriegen das aber. Du kannst keine Rampe. Ah, du kannst keine schräge Rampe bauen. Das ist ja fies. Holzwürfel. Achso, das sind was? Das sind Holzwürfel? Das ist scheiße. Schräge 60. Ah. Okay, wir müssen einen Mix bauen. Können wir das aufteilen? Wenn ich sage, ich würde das hier gerne... Ja, so. Dann kommen wir nochmal ein ganzes Stück weiter hin. Ist mir tatsächlich auch ganz recht. Wir müssen dann den Erdbohrer nach da legen. Wir testen das jetzt mal schnell. Bevor ich mich hier ganz verkünstle. So, das hier so. Das hier so. Und klar, wir müssen jetzt das... Also, wir haben leider ein bisschen umsonst gebohrt, aber gut, shit happens. Okay, wir haben kein Benzin mehr. Das hier so. Das ganze Holz kann wieder weg. Die Schräge, es ist zu steil einfach. Das funktioniert nicht. Wir bräuchten Autos. Ich würde schnell mal nehmen... Reicht das zum Testen? Ich hoffe, es reicht zum Testen. Wo ist es? Da ist es. Kann ich dich irgendwie... Drehen können wir nicht. Hier ist kein Platz. Brrr. Brrr. Wieso muss das auch schräg angezeigt werden? Wieso kann ich das nicht drehen? Ich kann es nicht drehen, also weder mit R noch sonst was. Okay, probieren wir es mal. Ob wir die Schräge hochkommen. Ich glaube, besser auf jeden Fall. Damagen wir auch wieder. Also, wenn wir es damagen. Oh ja, das geht. Okay, die Schräge. Ja, okay. Ja, einsammeln. Es ruckelt. Einsammeln. Okay, das funktioniert. Bedeutend besser. So backt das hier so in die Seite rein. Ach, weil wir... Ah, okay. Okay, das ist ein bisschen strange, aber... Ja, so geht's. Da genauso. Da genauso. Wir werden das aber jetzt... Wir werden das logischerweise jetzt trotzdem mit dem Erdbohrer machen. Ich werde mich da jetzt nicht hinstellen, wenn wir das so machen. So. So und so weiter und so fort.
Das bedeutet, das, was wir hier getrieben haben, den Tunnel, den brauchen wir nicht. Ich hoffe, dass das mir keine, dass da nicht irgendwie auf die Idee kommen, die Zombies da reinzufallen oder sonst irgendwas anderes zu treiben damit. Das heißt, das hier kann wieder komplett abgebaut werden. Wir kommen dann nochmal weitaus schräger. Müssen natürlich nochmal um einiges mehr buddeln. Aber gut, so ist es. Und das hier können wir tatsächlich dann sagen, wir nehmen einmal die hier, machen das ganze Ding hier zu. Erstmal, dass hier uns tatsächlich keine Zombies erstmal reinfallen können. Ist ganz wichtig. So, zu. Und vor allem, dass wir auch ohne Probleme drüber fahren können. Das ist Fail. Okay, wir brauchen Benzin. Und zwar eine ganze Menge. Das bedeutet Autos. Dann werden wir uns schon mal ein paar Autos organisieren. Wo ist mein Schraubenschlüssel? Da ist mein Schraubenschlüssel. So. Autos looten, Autos auseinandernehmen. Also wenn wir jetzt irgendwo Autos sehen, müssen wir die auseinandernehmen auf jeden Fall. Loot wegbringen müssen wir nochmal. Benzin brauchen wir. Vielleicht können wir beim Händler Benzin kaufen, wobei ich ganz ehrlich dafür eigentlich keine Chance ausgeben möchte. Da sind Autos. Juhu! Oh, das sind viele Autos. Da ist aber auch jemand, den wir wahrscheinlich wecken werden gleich. Gut, wenn er kommt, kommt er. Auch nicht mal. Da ist auch Benzin fast drin. I've got a bad feeling about this. Loot. Oh, gerne. Das nehmen wir doch gerne mit. So, das hier kann weg. Das kann weg, das kann weg. Hast du noch Platz? Ja, oder? Ich glaube, ich habe dir ein bisschen was weggeräumt. So, machen wir so. Das Ding jetzt zerlegen wir komplett. So, Lautstärke muss ich dann wieder hochdrehen. Mache ich gerade bewusst noch nicht, weil wir gleich nochmal buddeln gehen werden. Da ist auch Benzin drin. 81, besser wie nix. Und Gas-Ding, okay. Ja gut, wenn wir jetzt schon mal da sind, ganz ehrlich. Wäre ich doof, wenn ich es jetzt einfach ignorieren würde und liegen lassen würde. Weil auch da Benzin natürlich drin sein kann. Was haben wir jetzt hier noch? Da haben wir nochmal... Einer. Irgendwie oh, nee. Was? Was ist mit ihm hier? Was ist mit ihm? Den habe ich 10-mal erwischt jetzt mittlerweile. Oh, Zuckerstangen. Das ist übrigens der Knüppel, den ich hatte, wo ich das Ganze ein bisschen ernsthafter angehen wollte. Und dann kriegst du so einen Zuckerstangenknüppel gleich am Anfang. Da hat sich auch alles erledigt gehabt. In dem Moment dann. Ja, wir hätten jetzt ein komplettes Weihnachtsmann-Outfit. Yay! Das heißt, wir können die Zipfelmütze aufsetzen und wir können mit der Zuckerstange Leute verprügeln, beziehungsweise die Zombies halt verprügeln. Läuft bei uns. Läuft bei uns sehr gut. So, wir nehmen mal den Rest noch mit. Wenn wir eh gerade schon mal da sind, dann tun wir auch den ganzen Rest. So, das hier, da ist nochmal Kleber drin. Da war noch ein Rap-Kit drin. Die können wir entriegeln. Guck mal, da ist auch noch Loot drin. Da ist nochmal ein Zombie. Da ist nochmal eine Waffe-Dash. Waffenteile. Da ist nochmal a Working Stiff Tools. Eisen, was ist das hier? Rahmen, variable Form. Achso, nur Rahmen. Achso, nur Rahmenform. Schade. Ich hab auf Beton gerade gehofft, aber ist nur eine normale variable Form gewesen. Alter Verwalter. Also, da ist nichts drin. Hier haben wir noch 58 Benzin drin. Hier haben wir leider schon. Ah, wir haben nicht alle Autos zerlegt. Guck mal, da steht nur eins. Hi. Das werden wir gleich nochmal zerlegen. Und dann sollte das, glaube ich, erstmal reichen. Und dann gehen wir nochmal... Ach, guck mal. Wir nehmen schnell die Autos mit. Wir brauchen das Benzin. Benzin tatsächlich ist eine Ressource, die im Spiel relativ schnell knapp wird auch. Also, mir war sowieso klar, dass wir uns irgendwann mit dem Gedanken Benzin auseinandersetzen müssen. Muss ich mich auch schon... Cool, voll reingebackt. Muss ich mich auch schon in der Alpha 19... Diesmal erzähle ich ein bisschen später sogar, aber spätestens, wenn du Motorrad hast, 4x4 Tag und so weiter, kommst du eigentlich nicht mehr drum rum. Alles ein bisschen gerade in die Straße reingebackt.
dass du dich tatsächlich um Benzin ein bisschen bemühen musst, beziehungsweise ein Wüstenbiom am besten mal findest und tatsächlich auch, wie man es mit Blei und Nitrat auch macht, einfach mal so eine Ader von so Ölschiefer bis nach unten graben. Also bis es dann ganz weg ist, mehr oder weniger. Wirklich drumherum kommst du nicht. Aber du fragst, gibt es zwar genug, aber du musst halt echt die Dinger zerlegen. Wobei wir natürlich das Metall nutzen können, das Messing nutzen können. Das Problem ist, Blei kriegst du leider durch so ein Autofrack nicht. Sonst wäre alles dabei, um auch Munition herzustellen, was ganz cool wäre, aber das gibt's leider da nicht. So, dann würde ich tatsächlich sagen, wir graben jetzt das Ding noch fertig. Nimm mal mit. Das Zeug tut hier mal jetzt schnell mal weg. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge unseren Minibike-Tunnel dann komplett fertig haben. Er war zwar jetzt schon halb fertig, aber hat nicht richtig funktioniert. Okay, wichtig, wenn er es selber macht, schräge 60. Mit diesen zwei Blöcken kann man das ganz gut dann managen. Das hat ja funktioniert. Aber gut, es ist, wie es ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. In dieser Folge, wie immer, gerne ein Gefällt mir da lassen. Gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, macht es gut. Bis zur nächsten Folge.